So, willkommen zu FIFA 23. Ja, ein Spielerverlust droht, ein Spieler, den ich geholt habe und vor kurzem den Vertrag verlängert habe. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Ja, noch kann alles passieren, weil man kann sich jetzt nicht darauf verlassen. Wir haben jetzt, weiß nicht, wie viele Punkte Vorsprung. Wir werden gleich mal gucken. Ich glaube, das letzte Mal waren es 3 Punkte auf Ingolstadt. Möglich ist alles. Also selbst Saarbrücken könnte gegen uns gewinnen. Ja, also so ist es nicht. Ich habe zwar jetzt gestern noch ein paar Testspiele gemacht mit der neuen Formation. Und alle gewonnen bisher. Und ein Spiel sogar ohne Gegentor. Und bei einem Spiel war ich so dumm, hab quasi ein eigenes Tor gemacht. Es sind 2 Punkte aktuell. Saarbrücken hat unentschieden. Ach, Ingolstadt hat unentschieden gespielt. Und Saarbrücken ist auf Platz 4. Also auch ein wichtiges Spiel. Wir haben, glaube ich, eine recht gute Mannschaft gerade. Deswegen schauen wir mal. Und im 4-3-3, das wird auch interessant. Schauen wir mal, dass wir da ein vernünftiges Spiel abliefern. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie aus einem winterlichen Stadion. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es könnte ein super Spiel. Dann passt ja, weil es ist auch draußen momentan relativ kühl. Da schauen wir mal. Wir müssen ein gutes Spiel abliefern. Also Niederlage wäre natürlich gut für Ingolstadt. Die wären dann bis auf 2 Punkte dran. Wir müssen natürlich schauen, dass wir das natürlich nicht, dass wir zumindest ein Unentschieden spielen. Das wäre nämlich jetzt optimaler. Oh, das könnte schade. Das war eine gute Möglichkeit, da eventuell mal versuchen, aufs Tor zu schießen. Ja, und der ist abgefangen. Also ich habe das Gefühl, ich stehe mit der flachen Version wesentlich besser als mit der anderen Version. Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will. Oder ist einer frei? 1-0. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Überspringe das mal so ein bisschen, weil ich muss nämlich gleich arbeiten. Deswegen, ich muss vorher noch was essen. Mich umziehen. Deswegen übersprungen die so ein bisschen die Tore. Versuchen hier ein schnelles, gutes Spiel zu machen. Ja, der Ball geht uns aus. Ja, führen wir mal den an. Versuchen da mal ein ruhiges Aufbauspiel zu machen. Was ist schön, dass er mit nach vorne läuft, aber es bringt mir halt nichts. Nur so nach vorne läufst, Junge, das bringt mir gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Wie heißt denn der Typ hier? Jansen. Okay, ist ZM. Ja, dass er dann mit nach vorne läuft. Mittelfeld. Problem ist natürlich auch, dass er dann natürlich hinten die Defensive zu weit aufreißt. Eigentlich müsste ich einem Spieler hinten bleiben, Angriffen geben. Aber dann hast du das Problem, dass wieder vorne so ein bisschen was fehlt. Deswegen lasse ich das momentan so ein bisschen ausgeglichen. Jetzt vielleicht mit dem Stallpass. Ja, der war nicht schlecht. Der war schlecht. Der war nicht gut. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ja, ich muss, glaube ich, umstellen wieder auf die Viererkette hin mit der 4-2-3-1. Natürlich eine gute Gelegenheit. Weil damit kann ich das Spiel zwar langsamer aufbauen, stehe aber ein bisschen kompakter und ich kriege die auch nicht dran gehindert, die Kopfbälle zu machen. Stark gehalten. Und noch ein Eckstoß. Ja, also die kommen immer wieder dazu, diese Kopfbälle zu machen und ich kann machen, was ich will, ich kriege die dann nicht weg. Ja, das ist der Hammer einfach. Die Ecke kommt. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Abwehr macht zu. Die Möglichkeit. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Kein Problem. Ah, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr darüber spielen. Aber die decken auch sofort und machen das sehr schön hier mit dem 4-3-3. So noch sehr früh zu pressen. Ja, machen das Spiel so ein bisschen breit. Wir gehen mal in die Defensive und versuchen das ein bisschen mal gegenzuwirken. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Die falsche Spieler erwischt hier. Nein, sehr schön. Sehr schön.
Also ein bisschen defensiver hier, so ein bisschen das Spiel an uns zu reißen. Janssen. Ja, die spielen wirklich gut. Dafür, dass die noch auf Platz 4 sind, spielen die sehr gut eigentlich. Schöner Angriff, da haben sie aber das hat ja nichts zu sagen, ne? Egal, ist ja egal, welcher, auf welchem Platz der Gegner ist. Wenn er gut spielt, spielt er halt gut. Ja, das ist halt so. Wichtig, er holt den Ball. Robin Scheu. Jacob. Und das war schlecht verteidigt von uns. Ja, da sieht man direkt, die Innenverteidiger sind da, aber es fehlt halt so einer so ein bisschen. Liegen sie hier natürlich knapp hinten. In der Defensive gerade. Sehr effektiv dieses frühe ja, Pressing. Ich hätte einen langen Ball spielen sollen nach vorne. Weil dass wir diesen kurzen, nehmen wir diesen Passspiel einfach, hat mir gestern nämlich das Eigentor beschert. Ja, wieder abgefangen. Das ist so doof. Ich komme da nicht durch. Versuchen schnell das Spiel aufzubauen. Was natürlich auch gut ist, ne? So setzen wir uns natürlich auch unter Druck. So, ein Unentschieden ist das Minimum, was ich haben will. Ein Sieg wäre natürlich besser. Flagge jetzt. Und wieder hat er nicht geköpft. Echte Torgefahr sieht ja, und du denkst, Junge, du müsstest doch eigentlich mal hier den Kopf so ein bisschen hinhalten. Da müssen so, dass wir ein bisschen was machen können. Janssen. Und er gewinnt den Zweikampf. Jacob. Schöner Pass jetzt. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Ja, wir kommen auch nicht nach vorne durch, ist gerade das Problem. Also die stehen wirklich gerade echt gut. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Ist gefährlich. Schade. Aber am Ende kommt nur dieser eher harte dabei rum. Keine Probleme. Starke Szene, er holt sich den Ball. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ah, gut gehalten. Richtig gut, weil er einfach das Auge hat, weil er genau weiß, wann er hechten muss. Genau das macht ihn auch so stark. Mit dem Ball am Fuß geht er nach innen. Eine sichere Parade. Erneut ja, also ich habe gestern damit mit der Variation 3 Tore geschossen. Also quasi direkt hier reinlaufen. Dann den angeschnittenen Schuss. Weiter gefährlich. Unheimlich ja, das, ja, das ist auch total dämlich, dass er den anspielt, der gerade gedeckt ist. Das macht auch so sehr viel Sinn. Das liegt vor allem an der Parade, also dass man den anspielt, der gerade gedeckt ist. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht in den Konter reinlaufe und jetzt kann ich meinen Spieler nicht anspielen. Ja, und jetzt kommt's Ausgleich. Nein, doch nicht. Brinkes. Brinkes, ja, wir müssen das mal ändern. Ich habe gestern nämlich auch was umgestellt und zwar habe ich den beiden, glaube ich, hingegeben angegriffen. Dass die Mitte zumindest abgesichert ist, weil die laufen nämlich zu weit nach vorne, habe ich das Gefühl. Da kommt die Ecke. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Der Angriff damit beendet. Klasse Aktion da. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, das könnte. Das ist nicht dein Ernst. Oh, das war schwer. Das war richtig. Oh, Junge, ich hätte ein Stück weiter vorlaufen müssen, glaube ich. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Da kommt der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ah, schade. Also, sie spielen wirklich sehr stark. Das man merkt, also wir kommen nicht mit unserer üblichen Taktik durch. Das ist gerade ziemlich nervig. Und wir hätten schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, ja, hier das Spiel zu entscheiden im Endeffekt. Ja, weil dann läuft ja keiner nach vorne. Ich müsste den eigentlich nach vorne schicken. Ich will aber keine Lücke aufreißen in der Defensive. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt ja, komm. Oh, Gott sei Dank. Die brauchen immer so Ewigkeiten, bis die wieder aufgestanden sind. Nicht viel gefehlt. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehr. Und dann kommst du nicht zum Schuss, das ist und sie schlimm. Verlieren den Ball dann doch.
Ansonsten muss ich gleich meine Defensive wieder reinhauen und dann umstellen auf Ballbesitz. Habe ich das nicht auf Ballbesitz stehen, dass wir ein bisschen mehr Ballbesitz spielen? Dass das ausgeglichen direkte Pässe? Nein, wir gehen mal auf Ballbesitz und machen mal langsamer. Nein, langsamer Aufbau. Und gehen auch mal von der Breite ein bisschen enger. Neudecker. Dass sie da weniger Möglichkeiten haben, durchzukommen. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Ja, dann ist natürlich das Problem, dass die sich das nicht da hinstellen, wo die hinstellen sollen. Boah, Alter, wie ein Schwein! Meine Fresse. Meine. Also wenn wir das Spiel noch verlieren, dann ist es nicht unverdient. Ja, das können wir natürlich unser Spiel nicht aufbauen. Weil natürlich jetzt langsam Aufbau heißt natürlich auch, dass die Leute sich langsam nach vorne bewegen. Wir können aber durch das Tiki-Taka, was wir hier machen, den Gegner quasi zurechtlegen. Der war schlecht gespielt. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. So zum Beispiel. Und jetzt komm, da ist es. Sehr schön, unverdient, aber wir haben getroffen. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Ja, also es hätte, also Saarbrücken spielt hier wirklich sehr, sehr gut. Ja, die haben aber nur einfach Pech, muss ich dazu sagen. Die haben einfach nur Pech. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Das ist alles, die haben einfach nur Pech gerade. Da müssen sie aufpassen. Ja, jetzt versuchen sie natürlich jetzt mit Pressing zu arbeiten, vielleicht sogar mit ständigem Druck oder so. Und dann könnte man, wenn er schnell genug wäre, hätte ich hier sogar noch das 3-0 eventuell machen können. Wie gesagt, wir spielen das hier mit der 4-2-3-1 breit. Kompakt. Breit. Ja, sieht durchaus vielversprechend. Ah, schade, hätte uns ja hier nicht weggedrängelt. Oh, der wäre fast noch dran gekommen. Wäre das sogar vielleicht doch nur das 3-0 geworden. Neudecker. Jetzt der Steilpass. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. 3-0. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Sehr schön. Gut gemacht im Endeffekt. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Jetzt der Vorstoß. Also das Tor für die wäre nicht unverdient, das muss ich so sagen. Ja, das wäre schon für die. Müssen wir kurz gucken, wie sieht das hier aus hier. Göbel kann nicht auf der Position spielen. Dann wechseln wir einmal mal durch, würde ich sagen. Wollte ich ja auch nicht. Ich wollte keinen Feldspieler für den Torhüter einsetzen. 4, dann machen wir auch den Baumann noch rein. Dann haben wir 5-mal gewechselt. Er geht in den Strafraum. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Ja, da wird der Fehler formiert. Nicht Super sprinten, wenn du auf den Gegner zuläufst. Ich krieg es einfach nicht raus. Und ärgere mich jedes Mal darüber, dass ich es trotzdem tue. Sie haben den Ball. Mal gucken, was die Hasen schon wieder machen. Pass kommt nicht an. Na. Hey! Da war wieder irgendwas an, was sie nicht anknabbern sollen. Ich komme gleich wieder.
jetzt ein gefährlicher Steilpass. Schade. Schade. Taucht runter mit vollem Einsatz. Aber er kam auch nicht richtig zum Schuss, der Peters, weil er nämlich gut gedeckt war. Gut und fair das Tackling. Jacob. Einfach mal nach vorne spielen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Peters. Na, ja, könnte. Da ist die Chance. Sehr schön. So, das nächste Tor, es ist viel zu hoch, die Toreführung. Ich muss es so sagen, es ist viel zu hoch. Die spielen nicht so schlecht. Also, wenn die Tore jetzt getroffen hätten, also 2 Gegentore hätten wir locker gekriegt, wenn nicht sogar 3. Ja, also das 4:0 ist eigentlich viel zu hoch gegen Saarbrücken, das muss ich so sagen. So gut spielen wir jetzt nicht, dass das hier verdient wäre, da mit 4:0 zu führen. Eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Sehr guter Einsatz. Ball läuft gut, das waren sie sehr geduldig. Ja, aber das war nicht gut genug. Ich glaube, ich muss das. Habe ich Abwehrballlaufen drin? Ich müsste dann eher nochmal gucken. Aber was mit dem langsamen Aufbau funktioniert relativ gut, aber die Defensive ist mir noch nicht gut genug. Die Chance, ja, also das ist noch nicht super perfekt. Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ball wieder weg. Und da ist der Ball einfach wieder weg. Na los, komm. Komm, pfeif ab, ich möchte ein Spiel ohne Gegentor. Das Spiel ist ja! Es ist zu hoch gewonnen. Ich muss es so sagen, es ist viel zu hoch. Wo sind unsere Fans? Hallo? Ja. Es ist viel zu hoch. Saarbrücken hatte sehr viele Torchancen. Sehr, sehr, sehr viele. Da zum Beispiel. Also Brinkes hat heute wirklich hervorragend gehalten. Ja, das muss man so sagen. Guck mal, wir haben 62% Ballbesitz gehabt. Dann machen wir noch eben das Interview. Danach bin ich direkt weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Danke für das Gespräch.